Persische Triere. Wow. Entschuldigung. Aber wenn ich dich nicht töte, greifst du mich an. Entschuldigung. Das Spiel zwingt mich dazu. Hier noch. So. Kaufe die Mixtur. Okay. Pferd, bist du noch da? Nein, geh unten runter. Ja. Braves Pferd. Ella. The Mighty Fall. Nachbarin und. Als Bauer. Was ist das eigentlich für ein Banner, dieses, in dieser Eberkopf? Kenne ich gar nicht. Ja, hier hat irgendjemand so ein Pferd einfach stehen gelassen. Ups, den habe ich ja voll vergessen. Gut. Komm mal mit. Komm einfach mit. Wir erklären das hier draußen. Dann haben wir Platz und wir werden nicht gestört. Los! Keinen Bock mehr? Oder hast du meine Spur verloren? Das hat mich jetzt an dein erstes Gameplay erinnert mit Lara Croft und oh Gott, mein erstes Gameplay. Oh, süß. Oh Mann. Wärst du beinahe runtergefallen oder warum schreist du? Ich will den mal markieren. Nein. Na komm. Ah, jetzt hat. Kommt er zu mir? Nee. Und was? Der geht. Los geht's. Der läuft echt weg von mir. Voll gut. Hallo, ich habe ein Déjà-vu. Ella. Die Schweine sind jetzt auch ein bisschen ausgebrochen, ne? Nice. Das müsste der Händler sein, den Odessa erwähnt hat. Sag es deinen Freunden, deiner Familie. Die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Zahle, gib mir. Gib es mir und erlebe mit den Konsequenzen. Nee, ich zahle, komm. Hier, nimm es. Sind gerne 50. Die sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. So. Das ist mein Pferd. Und wenn er mich über das Ohr gehauen hat, dann stehle ich einfach. Ich mag es ja, wenn sie so macht. Entschuldigung. Die müssen sich echt verarscht vorkommen. Ah, die Camp. Los. Die
setzen sich immer wieder hin und ich komme immer wieder. Kann ich denen was geben? Los geht's. Kann ich denen was geben? Nee. Schade. Ich finde es interessant, wie du andere, wie andere Leute spielen. Ja, finde ich auch. Ich finde es immer super interessant, dass man als Zuschauer so viel mehr sieht als der Spieler selbst. Also diese Stream-Blindheit ist ja schon fast ein Meme, so ungefähr. Ernsthaft? Was? Hä? Was geht hier ab? Was passiert hier? Boah, wie sie ihn einfach in den Speer laufen lässt. Was? Bist du dir sicher? Nein! Oh, dammit! Ah, hä? Wo kam die denn jetzt her? Und voll mies mit den... Mit dem... Warte. And die. So, voll mies mit dem Gift und so. So, jetzt bin ich vorbereitet, jetzt bist du platt. Wieso kann ich den nicht blocken? Aber ich kann ihn töten. Diese Männer kamen im Auftrag des Anführers von Megaris. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und sie wollen das Anwesen ihres Vaters. So, ein blöder Hahn. Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Ich habe einen Brief gelesen? Du verursachst Probleme, jemand ist hinter dir her. Tobi, was ist da so rot auf dem Boden? Tja. Ja. Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Sie hat doch ja gerade gelesen. Also ja, ich wusste nicht, dass sie das vorgelesen hat. Hey, ich habe keine Ahnung, denn sie. Ich wollte das noch nicht. Ich dachte, ich hätte irgendwo einen Brief aufgesammelt und den hätte ich noch lesen müssen. Hör auf, dich nur an dich zu denken. Schön, dass ich helfen konnte. Ich passe auf dich auf. Ach komm, jetzt können wir das Dritte machen. Ne? Jetzt können wir ein bisschen romantisch sein. Oder? Weil ich passe auf dich auf, es ist in Ordnung und das ist ja kein Flirt. Na gut, Sarah sagt nö. Aber das Erste machen wir auf keinen Fall hier. So. Dimi sagt immer drei, Sarah sagt immer nein.
Tobi, ist das das Spiel für 13-Jährige geeignet? Ich glaube schon. Also ich meine, das Rote am Boden und an den Statisten, die tot spielen, ist ja nur Kunstblut. Und die Romanzen sieht man ja nicht. Also ist alles gut. Oder fragt die mir ja. Gut. Oh Mann, als ob ich das ernst gemeint habe. Ich hab doch... Oh Mann. Gut, also. Zum Glück kam ich gerade rechtzeitig. Den Göttern sei Dank. Was jetzt? Offenbar geht hier mehr vor, als du mir gesagt hast. Ich dachte nicht, dass du darin verwickelt wirst. Doch jetzt, wo du es bist, kann ich dir beweisen, dass ich das Opfer bin. Gut. Gut. So. Gut, dann nochmal. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Immer. Das dachte ich mir. Du wusstest, dass sie hinter mir her waren. Und du hattest recht. Ich hätte gern einen Beweis dafür. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. So, vielleicht ist es nicht, glaube ich, in Athen, uff. Okay, da bin ich gespannt. Aber ja, das ist auf keinen Fall für 13-Jährige, eigentlich. Man sieht nichts, er fängt mit dem Speer in den Mund. Also die Finisher sind echt krass brutal. Alter, das Spiel will auch, dass du... Oh, ja. Man bekommt mit jeder Ding bekommt man die 3. Okay, du wirst nie wie Odysseus sein. Genau, also das ist immer so, die 1 ist so mega bitchy, die 2 ist okay und die 3 ist gleich flirten. Odysseus war ein berüchtigter Liebhaber, als ob ich das sagen würde. Nee, wieder die 2. Solange deine Suche nach Ruhm niemals endet, wird man sich an dich erinnern. Vielleicht kommt dein Name auch in den Liedern vor, die sie über mich schreiben werden. Wenn du die Wahrheit finden willst, brauchen wir eine Spur. Was ist mit dem Brief? Vom Anführer von Megaris. Er plant irgendetwas. Wenn es Beweise gibt, dass er hinter dir her ist, dann bei ihm zu Hause. Ich könnte nachsehen. Das würdest du für mich tun? Wie, es gibt keine 3. ich dachte dem Haus des Anführers einen Besuch. Ich finde einen Beweis. Gut, ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Hast du eine Idee, wonach ich suchen muss? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Versteh doch, ich kann ihn nicht anklagen, wenn ich nicht beweisen kann, dass er hinter mir her ist. Mhm. Angenommen, ich finde den Beweis, den du brauchst. Was dann? Dann erzähle ich es allen, die mir zuhören. Der Anführer würde mich und meinen Vater nicht töten, wenn jeder seine Pläne kennt. Ich finde den Beweis, wie er auch aussehen mag. So, gut. Die wahre Geschichte. Finde einen Beweis, die eine Verbindung zwischen den Anführer und Odessa aufzeigt. Der Anführer bewahrt die Wertsachen in seinem schwer bewachten Haus. Ja, wunderbar. Dann machen wir das. Ich muss zum Haus des Anführers und rausfinden, was los ist. Ist es meins? Nee, das ist nicht meins, ne? Meins ist kein Schimmel. Ja, doch, meins ist auch schon Schimmel. Aber nicht so ein dunkler. So. Kamera, macht was immer eine Kamera macht. Zum Glück. Das war ja auch nicht immer so, ne? Oh mein Gott, mein Pferd. Das ist ja sowas Überraschendes. Oh, schade, das Pferd ist weg. Sonst hätte ich es gerne wieder gemacht. Okay.
Oh, das hier. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Gut, ich schau mal kurz. Da gibt's ja ein paar. Vielleicht sollte ich das später machen, wenn es nicht mehr so gut bewacht ist. Aber egal, wir versuchen es jetzt mal. Warte, ich speichere mal kurz. So. In diesem Spiel kannst du mit einem schlafen, was ein Loch hat, Mensch oder nicht. So ungefähr wie in der, im antiken Griechenland. Alter, das ist echt nichts für mich. Naja, du kannst, du musst nicht, ne? Bitte du. Oh. Oh Gott, wie viel gibt's denn hier? Helf mir, ein paar verfluchte Banditen wegzubekommen? Ja, natürlich. Wirf Feuer und Sparta, verkaufe Athena Schwerter bis nur. Was bisher nur von weicher Hand geführt. Was? Kopfgeld für einen Politiker? Krank. Bogen fast neu, leicht verbogen und zertrampelt durch verfluchte Athena. Naja. Nee, aber Entschuldigung, ich mach zuerst das da. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. So. Buchtaufzeichnungen. Griechische Welt, Megaris. Ich bekam den ungewöhnlichen Auftrag, einige Aufzeichnungen zu vernichten. Ich wollte keinen Ärger, also reiste ich nach Westen. Zur Geralneia Bergkette. Tauche in die Mitte der Bucht, da findest du sie auf einem Brett. Okay. Was wuseln die da so rum? Okay, finde Hinweise. Der Anführer bewahrt seine Wertsachen im Haus auf. Okay, das wird jetzt ein bisschen Trouble Bubble. Vor allen Dingen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das schaffe, ohne jemanden zu töten. Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu? Okay. Gott, habe ich mich erschreckt. Oh, MT. Ciao, ciao, ciao. Gott, habe ich mich erschreckt. Oh, Schock. Aber das Gute ist, die sind jetzt alle abgelenkt. Das war alles Teil des Plans. Psst.
schaut da gerade nicht her. Ich muss vorsichtig sein. Der Ort wird schwer bewacht. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Sind weitere Hinweise da. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise nach ihrem Treffen. Ja, darf ich weggehen? Gut. Okay, die kommen jetzt hier rein. Ja. Okay, einer der Verehrer starb. Ist natürlich unpraktisch. Ach verdammt, unter mir. Ja, nein, da. Ist hier jemand? Nö. Ist nicht zu sehen. Ja, nee, den muss ich ja nicht töten. Unter mir ist noch ein Hinweis. Dieser Brief erwähnt Odessas Anwesen und dass sie es unbedingt haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Warum? Nice. Das war's. Ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Das ist genauso gelaufen, wie ich geplant habe. Loot, ja gut, also. Ja, später loote ich das eh. Also später muss ich da eh alle umbringen. Weil das war ja dieser Hauptmann. Oder so ein Typ, den ich eh töten muss wahrscheinlich. Aber das wollte ich eben später erst machen. Aua. So. Tobi, wenn ich... Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. Und er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu bekommen. Aber in den Briefen steht auch, dass ein Verehrer ermordet wurde. Und niemand weiß wie, obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat. Es ist schwer zu sagen, ob Odessa im Unrecht ist oder nicht. Okay, du würdest alles klauen. Ah ja, okay. Ja, ich hab so ein Klau... Anti-Klau... Was soll das sein? Ich glaube nicht gern. Egal, ob sie jetzt bei Spielen oder nicht. Gut, egal. Du bist zurück? Mit guten Neuigkeiten? Lass uns doch erstmal Spaß haben, hä? Ich weiß noch nicht, ob sie gut sind oder nicht. Ich habe zwei Beweise dafür gefunden, dass sie hinter dir her sind. Gut. Und warum sind sie es? Einmal wegen des Vermögens deiner Familie und einmal wegen einer arrangierten Ehe. Das reicht, um zu beweisen, dass ich das Opfer bin.
So, warum hast du andere Söldner beauftragt? Du hast andere Söldner angeheuert? Oh, nur für kleine Aufträge hier und da. Es gibt immer irgendetwas, wobei sie hilfreich sein können. Okay, wie ist dein Verehrer umgekommen? Der Mann, den du heiraten solltest, wurde ermordet. Das waren bestimmt dieselben Leute, die auch mich töten wollen. Ich weiß, was hier Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was hier vor sich geht. Und das wäre? Du bist hier das Opfer, der Anführer hat recht. Ja, sie ist das Opfer. Komm. Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Irgendwie bei jedem Satz ist diese drei, gell? Lass uns erst die Laken erkunden. Was ist das eigentlich für eine Anmache? Oh Gott. Deine Reise wird bald beginnen. Gib deine Träume auf. Hä? Aber jetzt ist... Okay, das wurde jetzt ein bisschen tricky gemacht, weil jetzt ist die 1 das Positive und die 2 ist negativ. okay, ja, die 1 natürlich. Keine Angst, das wirst du bald. Ich fürchte, ich verschwende hier noch mein ganzes Leben. In kurzer Zeit kann sehr viel passieren. Glaub mir das. Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Du könntest Teil meiner Mannschaft werden. Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön. Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Und du hast keine Angst, dass ihn jemand angreift? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Ich freue mich, dich an Bord zu begrüßen. Habt ihr den Vater gesehen? Ach, mir geht's wieder gut, Hutelip. Ah, schön. Ja, also. Danke, dass du Odessa und mir hilfst. Ich fühle mich schon viel besser. Ich hab's gesehen. Was ist denn? Ach, Ubisoft. Und jetzt habe ich hier einen Zivilist getötet, oder was? Ach, das ist doch doof. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott. Ich hätte einfach gehen sollen. So. Gut, also, sie kommt jetzt auf mein Schiff. Warte mal. Was können wir denn machen mit ihr? Schiffszustand, Schwachstellen, Erzeugung durch Speere. 6% Schiffszustand. ist schon cool. Maximal Pfeilschaden. Nur plus 3%. Ja, plus 3% ist. Das ist nichts. Ich mache mal gleich die. Dann haben wir mehr Leben und Schwachstellenerzeugung durch Speer. Das ist. Ja. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt noch nicht ausgegeben. Das finde ich immer das Schlimmste bei so Let's Plays oder Streamern, die so ein Rollenspiel spielen und dann vergessen, Fähigkeitspunkte zu verteilen. Und ich denke mir so: Junge, mach deinen Fähigkeitspunkt! Ja. Ich mach den auch nicht. Oder ich vergesse es auch. Gut. Okay, Attentate erhöhen.
Würde ich gerne machen. Komm weiter in der Geschichte voran, okay? Giftmischer. Erfordert vergiftete Angriffe. Ja, werde zur Koryphäe im Umgang mit Betäubungsfallen und mache Ziele kampfunfähig, statt die zu töten. Ha. Das ist eigentlich auch richtig cool. Sechster Sinn. Ja, nee. Hm, ha. Ich glaube, den Attentat. Das Attentat-Ding werden wir. Okay, Schildbrecher ist auch cool. Aber das ist ein bisschen zu heavy. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nee, ich mache Attentat. Dann machen wir da schon 40% bis 50%. Und wir bekommen einen extra Adrenalin-Bonus. Ja, das ist ganz gut, ganz gut. So, Inventar. Hier haben wir 5%. Und Kopfschussschaden. Wir machen ja die ganze Zeit ununterbrochen Kopfschüsse. Deswegen macht das schon Sinn. Entschuldigung, mein Hals hat gerade gekratzt. Gut. So.